Ja! Ja, Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokélos. Heute machen wir wieder ein Display auf. Mein Sohn ist heute dabei und schaut zu. Er durfte entscheiden, was wird aufgemacht. Und er hat sich entschieden für ein deutsches Display für strahlende Sterne. Richtig cooles Display, wird sehr viel Spaß machen. Und ich sag, wir gehen mal direkt rein. So, da haben wir schon ein Display. Und wie immer, bei einer Displayöffnung haben wir zwei Booster Packs, die ihr gewinnen könnt aus meiner Giveaway Chilling Rain Display. Um die gewinnen zu können, müsst ihr kommentieren. Diesmal machen wir zwei Gewinner. Also zweimal ein Booster Pack. Hashtag Pika hinzufügen zu eurem Kommentar. Und ihr seid mit dabei beim Booster Giveaway. Let's go. So, da haben wir den Stapel. Es sieht einfach immer wahnsinnig geil aus. Ich finde es immer noch so surreal, ein ganzes Display zu öffnen. Aber es macht einfach Spaß. Genießt es. Habt Spaß zu Hause. Holt euch einen Snack. Und ja, wir gehen rein. Werden wir heute das Regenbogen-Glurak sehen? Ich weiß es nicht. Mein Sohn hat es ja schon bekommen. Ganz, ganz früh aus seinem dritten Booster-Pack. Und ehrlich gesagt war das auch der Grund, warum wir jetzt hier sind. Wenn ich dieses Glurak nicht gesehen hätte in seinem Display, so früh. Und letztendlich ist das Glurak ja, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir es bekommen haben, aber ich glaube jetzt auch fast noch, so viel wert wie ein ganzes Display. Und dann dachte ich mir, hey, es ist ja so einfach, mit Pokémon Geld zu machen. Ich weiß es mittlerweile besser. Aber ja. Und deswegen sind wir jetzt hier, wo wir sind. Mit einem neuen YouTube-Kanal, ganz vielen Displays zum Öffnen. Und ganz viel Spaß dabei. So, Picochilla. Wir haben ein Laukaps. Und ein Reverse, Holo Reverse, ein Oval. Endlich mal die deutschen Namen hier. Und haben wir den ersten Hit oder nicht? Bidifas Holo, let's go. Nicht schlecht, den nehmen wir doch mit. Ich meine, ich habe hier leider schon irgendwas gesehen. Was heißt leider? Leider im Sinne von, ich meine, ich habe hier was gespoilert. Ich habe irgendwas blitzen sehen am Rand. Es hat geblitzt. Wir werden hier vielleicht schon einen ersten Hit haben. So, let's go. Psycho-Energie. Snibuna. Wir haben einen Zwirklopp. Pelzebub. Golbit. Fokus. Hallo, wo bist du? Da bist du. Manchmal wird meine Hand fokussiert. Ein Palim-Palim. Liebe diesen Namen. Panflam. Beim Snacken. Pikachilla. Ein Puppens. Und ja. Wir haben was, wir haben was. Wir haben ein Nachtara V-Max. Oh, let's go. Character Rare. Uiuiuiui. Da geht's aber doch mal gleich richtig los. Sehr stark, sehr stark. Die habe ich noch nicht. Nachtara, sehr beliebt. Holy moly. Das ist nice. Und hinten noch ein Kapilz. So, das fängt doch mal gut an. Ein Hit. Ein Hit, den wir noch nicht haben. Und ey, Leute, guckt euch mal die Augen an. Es kommt. Kommt das im Video rüber in der Kamera? Ja, halbwegs. Es sieht so stark aus. Die Augen leuchten so krass rot wie ein Rubin. So, und wir machen weiter mit einem Glurak. Wo Glurak drauf ist, ist Glurak drin? Oder wie war das? Ein Bämon in Nintendo 64 Optik. Jagdhandschuhe in Reverse Holo. Und, oh, und. Ein Grillcheater in V. Let's go. Meine ich, haben wir schon auf Englisch. Oder sogar auf Deutsch, bin mir gar nicht sicher. Ich meine, wir haben es sogar schon auf Deutsch. Es gibt doch schon einige Nachtara-Karten, die einfach sehr, 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 einen sehr hohen Value haben. Tafelwasser, Stami, auch ein wunderbares Bild, wie Stami hier am Strand rumchillt. Ein Bammelin, Kaumalat, auch dieses Artwork gefällt mir sehr, sehr gut. Knackleon, Oweiß, wir haben ein Staralili. Und, oh, ein Pokusan, let's go. Nochmal ein Character Rare. Sehr, sehr stark. Nummer 2. Sehr schönes Holo-Bild hier auch. Nice. Und haben wir noch was dahinter? Oh, ah, oh, wir haben Beast. Ja! Woo! Glurak, High Five, let's go. Woo! Wir haben's, let's go. Oh mein Gott. In der Family das zweite Rainbow Glurak Vista. Let's freaking go. Ich habe gerade noch gefragt, was. Das ist der Hit. Das ist der Hit. Wir müssten jetzt eigentlich aufhören. Wir müssten aufhören. Ich müsste eigentlich ganz hinten im Video reinschneiden. Nee, mache ich natürlich nicht. Was für ein Pack, Leute. Glurak, V-Star, Rainbow und Pokusan Character Rare. Oh mein Gott. Also da fange ich doch schon mal fast zum Zittern an. Ehrlich gesagt, meine Hand, also ein bisschen schwitzen tut sie schon. Von daher mal ganz schnell ins Sleeve rein. Holy fuck, ist das krass. Ey, guckt euch die Karte an. Spiegel jetzt natürlich ein bisschen. Also, es ist mit dem Licht echt schwierig, das gerade einzufangen. Aber ihr kennt die Karte. Es sieht
Oh Gott, es sieht so stark aus, Leute. Puh, alright, Leute, ich habe jetzt eine kurze Verschnaufpause gebraucht. Und ich habe auch nochmal Kartenmarke gecheckt. Also die Rainbow Glurak ist die zweitstärkste Karte. Aber auch unsere Nachtara Remax ist mit in den Top-Karten dabei. Also wir haben jetzt in den ersten, ich glaube, 5 Boostern einfach mal schon 2 richtig krasse Hits gezogen. Nicht nur einfach Hits, sondern einfach so mit die Top-Hits. Es wird natürlich schwer zu toppen. Ich hoffe, ihr bleibt noch dabei im Video. Falls ihr jetzt sagt, ne, da kommt eh nichts mehr, ich bin raus, vergesst nicht. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da mit Hashtag Pika, weil ihr könnt ja eines von 2 Chilling Rain Booster Packs gewinnen. Und ein Abo würde mich natürlich auch super, super freuen. Boah, Leute, ich bin immer noch geflasht. Ich habe jetzt überhaupt keine Erwartungen mehr. Gar nicht. Also, jeder noch so kleine Hit ist geil, der jetzt kommt. Es werden ja noch Hits kommen, so ist er nicht. Es werden noch Hits kommen. Aber ich, also wenn wir jetzt noch die Glurak V-Karte ziehen, was die Top-Karte aktuell ist, dann ist aber komplett alle. Lasst mich mal in den Kommentaren eins wissen. Wenn wir wieder relativ früh einen Top-Hit bekommen sollten, wie jetzt, und mal angenommen, es kommt jetzt nicht mehr viel heute, aber nichts mehr Tolles, soll ich dann den Top-Hit irgendwie nach hinten schneiden ins Video? Oder soll ich so lassen, wie es kommt? Wenn das Video noch länger als 2 Minuten dauern wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass noch was kommen wird. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es ein großer Hit wird oder ein kleinerer, mittlerer, aber auf jeden Fall wird noch was kommen. Eigentlich ist es ja ziemlich garantiert, dass noch was kommt. Wie hier, Kommandotan in Character Rare. Wir müssen nur drüber reden. Wir müssen nur drüber reden. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt der letzte Hit war und das Video dauert trotzdem nur 1-2 Minuten. Leute, was geht ab in den Character Rares heute? Das ist ja krass. Das ist ja Wahnsinn. Und Summer Center V, let's go. Wir haben heute erst einen Celebration-Koffer geöffnet mit Zacian V. Und jetzt haben wir auch noch Summer Center. Let's go. Hier, gerade über Mewtwo Reverse Holo gesprochen. Da haben wir es schon wieder. Und in der letzten Karte haben wir einen Lavados in Holo. Moment mal. Also, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also, ich weiß, ich habe Reverse Holo von der Karte schon. Ich weiß nicht, ob ich die Karte schon in Holo habe. Ich glaube fast ja, aber ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein sehr starkes Artwork. Gefällt mir sehr gut die Karte. Und Holo macht es natürlich nochmal besser. Sehr, sehr nice. Haben wir einen Burmadam in Reverse Holo und wir haben ein Granbull in V. Und hey, Leute, ganz ehrlich, die Karte sieht super stark aus. Jetzt kein riesen Fan oder so von einem Granbull, aber das sieht hammerstark aus. Richtig mega geiler Holo-Effekt. Und wir haben ein Blitzer Alternative Artwork, ne, Character Rare. Ich glaube, es ist Character Rare. Let's go, die nächste Hitkarte. Blitzer mit Gary. Eieiei, guckt euch das an, wie stark ist das denn? Das kam aber mal einfach mal so ganz unerwartet. Wie geil, wie stark ist diese Karte? Okay, jetzt ist was drin. Ich habe was gesehen. Ich habe was, da glänzt was. Ich meine, wenn ich es euch schon sage, kann ich es euch auch nochmal zeigen. Cynthia ist Ehrgeiz. Wir sind ehrgeizig, Leute. Wir wollen Kurtel, Bilica, Electek, Palimpalim. Die Spannung steigt. Kaum Alat. Chelast. So, haben wir ein oder zwei. Wir haben ein Luxtra in Reverse Holo. Und kommt jetzt das Glurak. Kein Glurak. Arceus, we, let's go. Ich glaube, das ist meine erste Arceus-Karte, die ich selber bis jetzt gezogen habe. Mein Sohn hat schon ein paar. Sehr, 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 sehr nice. So, wir sind im dritten Stapel. Noch 13 Packs. Das ist doch ein bisschen mehr, als ich noch dachte. Ein Vibrava in Reverse Holo mit einem sehr, sehr, sehr nice Artwork. Und wir haben einen Kramsef in V. Haben wir definitiv schon. Ich glaube, das habe ich sogar schon zweimal. Oh, wir haben was. Wir haben eine Trainerkarte. Wir haben Marys Stolz. Oh, das ist eine gute Karte. Das ist eine klasse Karte. Full Art Trainerkarte. Marys Stolz. Dieses Display heute ist bis jetzt echt der absolute Hammer. Und ein Senglan in V, ein Tramper. Cool, die habe ich noch nicht, die Karte. Ich habe einen Tramper, aber ich meine, das ist entweder eine V-Max oder also auf jeden Fall eine andere Optik. So, und da haben wir nochmal ein Glurak-Pack. Ein Chutesto in Reverse und ein Panfero in Holo. Immerhin. Ist jetzt nicht ein Glurak, aber immerhin ist es ein Feuer-Pokémon. Noch 4 Chancen auf einen weiteren Hit, aber auch wenn wir gar keinen Hit mehr ziehen würden,
Dieses Display war der absolute Wahnsinn. Kleinen blitzenden Rand. Gespoilert, ja, und schon wieder. Ah, ich will es doch gar nicht sehen. Okay. Okay, wir haben einen Hit in diesem Booster Pack. Wir haben einen Hit. Wir fangen an mit Blattenergie. Wir machen es jetzt mal ganz entspannt, ganz gechillt. Barry ist mit dabei. Ein Klick-Klack. Was denkt ihr, was es ist? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Hashtag Pika, wenn ihr Booster Packs als Giveaway gewinnen wollt. Zweimal ein Chilling Rain Booster Pack. Wir haben ein Magma. Ein Sterndu. Wir kommen weiter. Wir kommen näher zum Hit. Ein Marmalin. Und jetzt Trommelwirbel. Let's go. Kamera, come on. Fokus. Auf. Auf. Es ist ein... Was ist es? Libeldra. Libeldra V. Wow, was für ein Artwork. What the heck? Das sieht ja mal mega geil aus. So, zwei Packs noch. Und Leute, ihr seht schon, im letzten Pack... Was haben wir hier drauf? Aber guck mal. Zweimal noch eine Chance auf einen Hit. Wir haben einmal Feuerenergie. Fehlschlagschutz. Kokowai. Einen Wahlgürtel. Schnäppke. Nasknet. Okumil. Petsneef. Wir haben einen Dedenne. Starmie in Reverse. Und wir haben nochmal eine V-Karte. Mimikma. Ja, schön. Die Mimikma-Karte gefällt mir auch sehr gut. War die nicht sogar in den Promos mit dabei? Ich meine. Okay, Leute. Seid ihr bereit fürs letzte Pack? Noch einmal. Glurak auf dem Artwork. Es sieht einfach herrlich aus. Man muss den Artworks ja auch mal ein bisschen mehr Zeit schenken. Finde ich. Es sieht einfach cool aus. Eigentlich, warum haben wir dieses Artwork nicht auf einer Karte? Es wäre zu geil. Ich find's stark. Ich sag mal, wir ziehen keinen Hit mehr. Okay? Das ist jetzt mein Call. Kein Hit mehr. Wir haben schon viele Hits. Aber vielleicht haben wir Glück. Kampfenergie. Knarxel. Gloria. Staravia. Ein Formeo. Panflam. Ein Papens. Ein Milza. Nasknet. Ein Fehlschlagschutz in Reverse Holo. Und die letzte Karte des heutigen Tages. Ein Burmadame in Non Holo. Dennoch, ich muss sagen, es war eins der besten Displays. Ich zeige jetzt nochmal alle Hits im Schnelldurchlauf. So, da haben wir alle Hits. Und heute haben wir gezogen. Einmal Forschung des Professors in Holo. Bidifas. Wir haben ein Lavados. Ein Chelterra. Knackrak. Haben wir einen Fokus auf den Karten? Ich denke ja. Ein Zwirfenst. Gehen wir ein bisschen näher ran. Panfero. Dann haben wir die V-Karten. Libeldra. Ich finde das nach wie vor sehr, sehr nice. Granbull. Auch tolle Karte. Kramse. Ein Zenlong. Grillcheater. Summercenter. Mimigma. Und Arceus in V. Dann haben wir Marys Stolz. Trainer Full Art. Und wir haben jetzt die Character Rares. Kommandotan. Pokusan. Wir haben Blitzer. Wir haben Nachtara. Und der Hit des heutigen Tages. Glurak. Faustar in Regenbogen. Wie stark ist das denn? Richtig, richtig, richtig nice. Und das war schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses Display fandet. Ich finde, das war eines der besten, das wir bis jetzt auf dem Kanal hatten. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Hashtag Pika. Und natürlich kostenfrei abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Pokelos aus und ciao.